Das Buch »Unsere Welt neu denken« von Maya Göpel gibt wichtige Denkanstöße zu einer nachhaltigen Lebensweise. Welche Optionen gibt es, um Ökologie, Ökonomie und technischen Fortschritt in Balance zu bringen und eine zukunftsfähige Gesellschaft zu ermöglichen? Unsere Hochschule stellt sich diesen Herausforderungen in Lehre und Forschung. Das Buch ist deshalb ein wunderbarer Verstärker für unser Handeln heute und morgen. Wir planen vielfältige Veranstaltungen im nächsten Jahr mit dem Buch. In digitalen Seminaren, Vorlesungen, Veranstaltungen und Filmvorführungen werden Mitarbeitende, Lehrende, Studierende und auch Gäste das Buch das ganze Jahr hindurch besprechen. Wir forschen und lehren hier für den Klimaschutz, für die Energiewende, damit es uns gelingt, die Welt neu zu denken. Für Stadt und Land. Wir lesen das Buch nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam im Studium-Generale-Modul. Aber im Moment mit ein bisschen Abstand. Dort können wir unsere verschiedenen Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen einbringen. Auch wir leben die Botschaft dieses Buches, indem wir unter anderem damit begonnen haben, mit unserem Umweltreferat den Campus zu begrünen. Die Welt neu denken, das heißt für uns auch, neue Perspektiven zu eröffnen. Im Rahmen unseres Videoseminars wollen wir mit selbstgedrehten Kurzfilmen versuchen, einen neuen Blick auf unser künftiges Zusammenleben zu wagen. Und dabei auch über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Campuskultur organisiert Begegnungen und Events rund um die Themen des Buches für Studierende, Mitarbeitende und Interessierte aus dem Stadtteil. Wir freuen uns, wenn viele gemeinsam mit uns das Buch lesen. Unseren zukünftigen Absolventinnen und Absolventen möchten wir kulturelles Wissen und eine breite Allgemeinbildung mit auf den Weg geben, damit die Welt neu gedacht werden kann. Wir haben nur diese eine Welt und es muss unser aller Auftrag sein, diese Welt zu bewahren.